In diesem kurzen Infovideo will ich euch nur mitteilen, dass ich dieses Jahr auf der Gamescom bin und was mit News-Videos in diesen Tagen sein wird. Nachdem die letzten beiden Jahre die Gamescom leider ausgefallen ist, können wir uns dieses Jahr wieder über die stattfindende Videospielmesse in Köln freuen. Ich bin ebenfalls wieder mit dabei, um genau zu sein am Freitag und Samstag, also den 26. und 27. August. Wahrscheinlich laufe ich am Freitag ebenfalls mit Daniel von simfans.de über das Messegelände und freue mich natürlich ebenfalls ein paar von euch zu sehen. Diesen Plumber-Paarreifen habe ich 2019 ergattern können und laufe vielleicht ebenfalls mit diesem herum. Das sollte als Markierung für einen waschechten Sim-Spieler wohl ausreichen. Insgesamt bin ich von Donnerstag bis Sonntag weg. In dieser Zeit wird es leider mit News-Videos schwierig, auch wenn ich allgemein nicht wirklich mit irgendwelchen spannenden Neuerungen für die Sims rechne. Hoffentlich läuft es einfach nicht so wie in 2019, wo ich 4 Stunden am Frankfurter Flughafen warten musste und genau hier das Reich der Magie Gameplay Pack angekündigt wurde, ohne die Möglichkeit, hier ein Video veröffentlichen zu können. Zum ersten Mal seit langem ist auch EA nicht auf der Gamescom vertreten, damit fällt also auch ein Sim-Stand auf dem Messegelände aus. Leider war der beim letzten Mal auch nicht wirklich spannend. Hier hatte man die Möglichkeit, die Sims auf der Konsole und Sims Mobile anspielen zu können. Wenn ihr noch mehr lustige Gamescom-Stories hören möchtet, schaut in die neueste Folge von Sim gehört rein, in der mein Kollege Micha von simtimes.de ebenfalls etwas von seinen Erlebnissen und den Aftershow-Partys erzählt. Bei Instant Gaming könnt ihr derzeit ebenfalls ein Pack nach Wahl gewinnen, ebenfalls in der Beschreibung verlinkt. Werdet ihr ebenfalls auf der Gamescom sein und wann rechnet ihr mit der nächsten großen Ankündigung? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.